erstmal moin aus der Region Hannover und herzlich willkommen in meiner kleinen Hexenküche. Was hätte ich nicht tun sollen? Naja, eigentlich ganz einfach. Ich hatte erwähnt, dass ich in der nächsten Woche eigentlich ein Video machen würde über selbstgemachte Schädlingsbekämpfungsmittel. Danach ging eine WhatsApp nach der anderen ein, abends dann Anrufe. Das ist jetzt gerade eigentlich nur Stunden her und trotzdem sehe ich mich genötigt, heute damit anzufangen. Wir haben jetzt Freitagabend. Ich werde mein Bestes tun, sage ich mal so. So, es wird also ein wenig mehr besprochen über das, was wir tun können gegen verschiedene Schädlinge. Ich zähle sie im Einzelnen nachher noch auf. Wir werden das im Einzelnen mal auseinanderklamüsern und vor allen Dingen auch geht es zusätzlich darum, wie stärke ich meine Pflanzen so weit, dass sie nicht so anfällig sind. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht, aber es gehört natürlich so ein bisschen Wissen dazu. Erkenne ich die Pflanze und so weiter und so fort. Es soll alles vorkommen, aber es ist sicher nicht alles für jeden machbar. Naja, legen wir mal los. Ihr habt jetzt letztens gesehen, dieses Insekt 2000, das hatte ich auch erwähnt, das stammt noch aus einer Behandlung meiner Tiere. Ja, okay, deshalb hatte ich das gerade vorrätig. Hier drin war bis gerade noch ein Rest Ackerschachtelhalmbrühe. Ackerschachtelhalmbrühe, wofür ist das gut? Das dient zur Stärkung der Pflanzen, wenn sie schon mal befallen sind, wenn sie nicht mehr so ganz kräftig sind und wenn man sie ein bisschen wieder auf Vordermann bringen will. Außerdem hilft es auch gegen Blattläuse zum Beispiel. Das ist jetzt ein Punkt, den ich zurzeit nicht machen kann. Ich war unterwegs. An der Stelle, wo ich Ackerschachtelhalm eingesammelt habe. So. An dieser Sache gibt es einen Haken. Wer botanisch nicht so richtig bewandert ist, der soll erstmal die Finger davon lassen. Ackerschachtelhalm hat zwei Arten, die sich völlig voneinander unterscheiden. Das heißt, sie sehen ähnlich aus, sind leicht zu verwechseln, aber die Wirkung ist sehr unterschiedlich. Und zwar gibt es den Sumpfschachtelhalm. Sumpfschachtelhalm ist die gefährlichere Art. Ich sage jetzt ganz bewusst gefährlichere Art. Denn beim Ansetzen eines Suds entsteht, lässt die Alkaloide raus. Das ist für unsere Pflanzen überhaupt nicht gut. So, der Ackerschachtelhalm und der Sumpfschachtelhalm kommen meistens an einem Standort gemeinsam vor. So, wer jetzt also da nicht wirklich firm ist, der sollte lieber die Finger davon lassen, zumal das für uns selbst auch nicht gut ist, wenn wir dabei gehen und das ansetzen als Brühe. Punkt 1, das musste ich jetzt mal sagen und jetzt würde ich sagen, das nächste. Ich blende es jetzt mal ein. Genau. Rauchen ist tödlich. Ich weiß. Ich bin Raucher. Und zwar seit über 30 Jahren schon. Ich habe allerdings immer mal wieder für ein halbes, dreiviertel Jahr, sogar einmal für ein Jahr aufgehört. Immer mal wieder. Ich habe den richtigen Punkt noch nicht erwischt. Schwaches Fleisch. Ganz wie ihr das sehen möchtet, ist es so. So, das ist das eine. Da geht es nämlich um ein anderes Mittel. Um ein Universalmittel gegen Blattläuse, Wollläuse, Schildläuse, Schmierläuse. Ja, gegen diese Arten. Also Arten, die wir nicht besonders gerne auf unseren Pflanzen haben. Bei Blattläusen, vorab erstmal. Leute, wenn da 50, 60 Blattläuse drauf sind, die Pflanze geht nicht ein, die spült ihr einfach ab. Bitte
Einfach abspülen, nicht großartig bekämpfen. Ihr könnt die auch vom Blatt ziehen mit den Fingern und danach wascht ihr die Hände und alles ist gut. Schildläuse. Ein riesen größeres Problem. Schildläuse sind bedeckt von einem wachsartigen Panzer. Und unter diesem Panzer sitzen jedenfalls jeweils bis zu 300 Eiern oder schon Jungtiere. Das heißt, eine ganze Kolonie, wenn ihr die überseht beim Absammeln, könnte explodieren und wieder da sein. Ruckzuck. Okay. Ja, sonst, das wäre mein Vorwort erstmal. Und ich glaube, alles andere muss ich jetzt noch ein bisschen vorbereiten. Gleich geht's weiter. Ganz so einfach ist es nicht. Ich denke, ihr erkennt das, ein Aschenbecher mit Kippen. Ich habe sie gesammelt diese Woche. Und wir brauchen ungefähr 24 Stunden jetzt. Das heißt, ihr seht durchgängig natürlich weiter, während ich jetzt darauf warten muss, bis der Sud fertig ist. Das hier ist übrigens ein Becher, den ich auf dem Balkon stehen hatte. Das ist Regenwasser, was da drin ist. Ist aber nicht zwangsläufig notwendig. Das geht mit Leitungswasser genauso. Ich habe hier so ein Ästchen dabei, damit ich das nicht alles anfassen muss, weil der Regen da auch schon so ein bisschen die Pampe festgemacht hat. Ich lege es da rein. Lass es 24 Stunden ziehen. Die ganzen Kippen meiner Zigarillos. Kannst ja schon mal ein bisschen durchrühren. Dann geht es für euch gleich weiter und für mich eben erst morgen. Bevor wir jetzt richtig loslegen, zeige ich euch noch mal ein paar meiner Helfer. Eine ganze Armee ist auf meinen Bäumen. Das hier ist der Weißdorn, den ihr schon kennt. Wenn ihr genau hinguckt, seht ihr auch die kleinen Wespen, die sich da die Blattläuse zusammensuchen. Das ist die Nützlingsarmee. Es schwirrt ordentlich auf dem Balkon. Ich zeige euch das gleich nochmal auf der Linde. Was brauchen wir? Was brauchen wir an Soldaten, sage ich mal? Das sind Florfliegen, Wespen, Marienkäferlarven, Ohrwürmer, Gallenmücken, Schwebfliegen, Raupenmilben, Wespen und Raubfliegen. So ein bisschen was habe ich da zusammengesucht, dass ihr sie besser erkennen könnt. Wenn wir so starke Unterstützung haben, dann brauchen wir eines nicht. Gar keine Insektizide. Und jetzt auch deutlich erkennbar auf der Linde. Kleine Wespen, meistens sind das relativ junge Wespen, die noch nicht lange leben. Die sammeln lieber ihre Beutetiere ein und bringen den jungen Wespen im Nest dann entsprechend die eiweißhaltige Nahrung von Blattläusen, Spinnmilben. Leider nicht bei Schildläusen und Wollläusen. Wobei Wollläuse nehmen sie doch noch mit, die Zangen, die durchdringen die Wolle schon. Allerdings bei den Schildläusen ist es kontraproduktiv. Die können sie nicht so richtig knacken. Dafür brauchen wir dann halt doch noch mal ein entsprechendes Mittel. Aber wenn ihr etwas anwendet, macht das bitte tierfreundlich und stresst damit nicht eure Helfer, die ihr sowieso schon habt. Hier eine Schwebfliege. Das ist eine Raubfliege. Hier haben wir eine Florfliege. Hier haben wir eine Marienkäferlarve. Hier ein Ohrwurm. Und das ist eine Raubmilbe. Jetzt sind wir in der Hexenküche, wie ich es jetzt mal so nennen darf.
Ja, hier habe ich einen halben Liter Wasser. Achso, vorab. Wenn ihr über 10 Tage keine Nützlinge auf euren Pflanzen entdecken könnt, die ihr jetzt vorgestellt bekommen habt. Übrigens, die Larven der Florfliege sehen ähnlich aus wie die der Marienkäferlarve. Das ist also nichts Schlimmes, sondern das ist eigentlich das Positivste, was ihr haben könnt, denn die fressen enorm viel weg. Starten wir mal mit den empfindlichsten Schädlingen, die wir dabei haben. Empfindlich in dem Sinne, dass sie am leichtesten zu bekämpfen sind. Das sind die Blattläuse. Wenn ihr es noch nicht probiert habt, dann bitte mit einem scharfen Strahl, ähnlich wie ihr jetzt gerade den Weißdorn gesehen habt, so vor eine Wand stellen, scharfen Strahl drauf und abspülen. Die Blattläuse fliegen euch so weg und zerklatschen an der Wand. Ist euch das zuwider? Dann geht's ans Eingemachte. Hier habe ich jetzt einen halben Liter Leitungswasser. Dann habe ich hier Pril. Pril übrigens, darin sind Tenside, in jedem Spülmittel Tenside, die eine Blattlaus quasi auflösen. Die öffnen den Körper, die Poren. Blattläuse stecken voller Honigtau. Gebe jetzt hier mal ein bisschen übertrieben viel Pril rein. Das waren jetzt mehrere Tropfen. Wollte ich gar nicht, das war jetzt durchs Reden. Den halben Liter Wasser drauf. So, und für das Einfüllen in die Flasche, in die Sprühflasche hier, wäre das jetzt schon alles für Blattläuse. Die gehen auf, also die Poren öffnen sich, die Blattläuse ersticken bzw. zerplatzen. Das ist aber jetzt nur für die Blattlaus, Schildläuse und Wollläuse, Schmierläuse, alle die, die ein bisschen absondern, um sich zu schützen, nach außen hin zu schützen. Da brauchen wir noch ein bisschen was Stärkeres. Da habe ich hier Brennspiritus. Den geben wir jetzt mal dazu. Ich habe im Moment nichts dafür und habe jetzt ein bisschen Pril vergeudet, sage ich mal. Meine Pflanzen sind safe, das habt ihr gesehen. Da passiert nichts mit. Aber Brennspiritus nehmt ihr dann etwa, ja, ich sag mal 50 Milliliter, so ein halbes Glas, da hinein. Das Ganze verbunden löst den Panzer der Schildläuse. Bei Wollläusen löst das den Wachsmantel, der ja auch dieses, ja, das sieht aus wie Wolle, ist aber Wachs, den die selbst, einfüllen. Mit dem Trichter und ihr habt was gegen Schildläuse, Blattläuse, Wollläuse, Schmierläuse. Sehr kostengünstig übrigens. Ne? Das ist sehr, sehr günstig. Jetzt gibt es aber dann erstmal noch eine Sache, die ihr unbedingt machen solltet. Ihr solltet nach der ersten Behandlung mal 10 Tage abwarten. 7 bis 10 Tage abwarten. Gucken. Kommt die Population nochmal wieder. Dafür hätte ich dann definitiv noch was übrig, denn so viel brauche ich auf keinen Fall. Ich wollte euch aber auch noch was anderes zeigen, und zwar Nikotin. Nikotin ist ein Gift. Wir wissen das. Es steht auf jeder Packung, Rauchen ist tödlich, Nikotin ist tödlich. Ja, wenn ihr also die Möglichkeit habt, das gilt für alle Schädlinge, die es gibt, die ihr erkennt. Was ich jetzt mache, die Nikotinlösung, die bitte immer so
aufspritzen, ebenfalls mit so einer Flasche hier, dass der Boden nichts davon abbekommt. Das heißt, ihr schützt eure Töpfe, eure Schalen erstmal und deckt die ab. Ihr wartet eine Weile, bis das Ganze sich auf den Blättern fixiert hat. Das ist ganz wichtig, sonst zerstört ihr euch im Bodengefüge die Mikroorganismen und das Mykorrhiza. Also nicht zwangsläufig das stärkste Mittel oder das für alle oder gegen alle Schädlinge Mittel, sondern bitte erst die einfachsten Dinge. Die einfachsten Dinge sind immer das, was draußen rumfliegt. Das, was ich euch genannt habe, Flohfliege, Wespe, sowas. Wenn ihr Ameisen bei Blattläusen seht, ist eigentlich egal. Die Ameisen schleppen zwar immer die Larven wieder drauf, aber dann macht ihr halt eine zweite Behandlung oder eine dritte Behandlung. Das ist alles nicht so wild. Die Blattläuse machen euch nicht so schnell was kaputt. Da geht wohl mal ein Blättchen angeknabbert, aber das ist egal. Die Pflanze interessiert das nicht viel. Ihr könnt bei geringem Befall besser sogar mit der Hand absuchen oder mit einem Pinselchen abfegen. Dann seid ihr besser dran, als wenn ihr das mit diesem Mittelchen versucht. Ganz dringend, unbedingt wichtig, muss ich das loswerden. So, kommen wir also zur Nikotinbehandlung. Ihr könnt Kippen natürlich überall kriegen. Wenn keiner von euch in der Familie mehr raucht, das gibt es ja nun häufiger, das weiß ich, es ist ja auch schon üblich, dass man eigentlich nicht mehr raucht. Und wenn ihr an der Gaststätte vorbeikommt, ihr findet an jeder Gaststätte irgendwo zumindest für draußen einen Aschenbecher oder sonst was, fragt einfach nach, holt ein paar Kippen raus, 10, 15 Kippen und dann habt ihr einen halben Liter. Das reicht. Das reicht, um zweimal Pflanzen zu behandeln. Mehr braucht ihr davon nicht. Das hier ist ein halber Liter. Da komme ich jetzt ein Vierteljahr mit hin, wenn ich das regelmäßig benutzen würde. Es muss ja nur ein bisschen eingenebelt werden. Da ist noch ein bisschen Wasser drin. Bisschen eingenebelt werden und dann dauert es nicht lange, dann fallen die bald von selbst runter. Außer die Schildläuse, die solltet ihr nach der Behandlung, da wird der Panzer aufgelöst, die Wirkstoffe kommen an die Tiere, an die, die unter dem Schild sitzen. Da geht einfach hinterher nochmal bei, wenn der Baum wieder trocken ist, nach ein paar Tagen und fegt das einfach mit einem Pinselchen raus. So, geht es also erstmal an die Nikotinlösung. Obwohl ich seit 12 Jahren jetzt nicht mehr im Haus rauche, sondern nur noch auf dem Balkon, riecht es hier jetzt wie in der Kneipe. Warum? Da sind die aufgeweichten Glimmstängel. Ich habe hier wieder mein berühmtes Sieb, das Haushaltssieb, was ich nur für solche Dinge nehme. Auch wenn ich jetzt im Moment gerade wieder Platz geschaffen habe in der Spülmaschine, die gleich auf stärkste Stufe ankommt, damit alles wieder richtig sauber wird, sind es trotzdem die Dinge, die ich immer regelmäßig nur für so etwas nehme hier. Extra Sets dafür besorgt. So, ich gieße jetzt also das Ganze erstmal hier durch und ich sehe jetzt schon, das ist ein Rand unten zu sehen. Könnt ihr das sehen? Ich glaube ja, ne? Da sind die Ascherückstände drin. Die sehen eklig und stinkt bestialisch. So, die habe ich erstmal hier. Jetzt habe ich hier das zweite Teil. Neben einem ordinären Blumentopf, weil ich meinen Kaffeefilter nicht versauen will, stecke da einen solchen Filter ein, damit die ganzen Staubelemente nicht mit durchsickern. Und dann
gieße ich das durch den Kaffeefilter. Das Ganze wird jetzt länger dauern. Ich werde hier warten müssen und das Ganze dann entsprechend ein bisschen auf schneller stellen. Aber es sieht gar nicht so schlecht aus. Das, was rauskommt, das ist dann so ziemlich reines Nikotin. Riecht genauso erbärmlich wie vorher auch. Und da stellt euch mal vor, ich als Raucher sage das. Da stimmt jetzt was nicht. Ein bisschen anlüften. Der Edelstahlfilter, den ich dafür normalerweise besorge, oder den ich dafür normalerweise habe, der ist jetzt gerade nicht greifbar. Der hat aufgrund einer anderen Aktion, ist der im Garten. Apropos Garten, ich werde jetzt auch die Nikotinlösung, die ich hier jetzt gerade durchsäue, im Garten nutzen. Der Verpächter hat dort einen Pfirsichbaum stehen, der ist voller Rauben. Der wird also dieses Jahr mit Sicherheit nicht tragen, weil er schon kaum mehr Blätter hat. Und ich werde die Raupen damit bekämpfen. Ich habe eine ganze Menge der Raupen abgesammelt und zu den Eidechsen gegeben und zu den Fröschen und zu den Geckos hier hinter mir. Aber die müssen ja auch vielfach ernährt werden und nicht nur einfach. Da kann ich nicht immer nur das Zeug nehmen. Und das ist wirklich eine Plage dieses Jahr da. Letztes Jahr war der ganze Baum völlig ruiniert. Von wegen Tragen, da passiert gar nichts mehr in der Richtung mit dem Baum. Dieses Jahr hoffe ich, den noch ein bisschen auf den Vordermann zu bringen, sodass er nächstes Jahr ein bisschen stabiler ist. Übrigens stabiler erreicht ihr auch, wenn ihr meine Bananenmischung, die ich letztens vorgestellt habe, wenn ihr die nehmt und damit eure Bäume gekräftigt, im Frühjahr damit anfangt, dann mit dem Kaffeesud zusammen, mit dem Kaffeesatz, dann haben die gute Chancen, dass die kräftiger sind als jede Blattlaus, als jede Spinnmilbe und sowas, und dass die gar nicht erst sich festsetzen können und damit eure Bäume komplett gesund durch die Saison kommen. Ohne Befall. Natürlich immer dran denken, Mykorrhiza sollte drin sein. Mikroorganismen. Mikroorganismen sind ganz wichtig. Und da, wie gesagt, ich habe immer einen 5 Liter. Ja, das tropft nur noch so. Ja gut, das sind Schwemmstoffe. Die gehen nicht mehr durch den Filter durch. Naja, Mikroorganismen reinigen den Boden auch. Allerdings würde ich das nicht empfehlen im Zusammenhang mit diesem Nikotin. Das sollte nicht an die Wurzeln der Bäume kommen. So, ich will es mal ein bisschen ausdrücken. Meine Finger werden danach stinken. Aber als Raucher ist man das ja im Grunde gewohnt. Also wie gesagt, ihr müsst nicht anfangen zu rauchen. Davon rate ich dringend ab. Das ist nicht gut. Und ich weiß noch nicht wie, aber irgendwann gelingt mir das auch, das aufzuhören. So, ich habe jetzt also hier den ja fast schwarzen Sud, der sogar durch den Kaffeefilter so schwarz bleibt. Das muss ich mal eben ein bisschen umstellen hier. Ich stelle es mal auf den Boden. So. Und das hier nehme ich nachher mit dann im Garten. Das heißt nachher nicht, es ist zu spät. Ich werde das morgen tagsüber machen, wenn es auch trocken ist. Heute hat es ja nicht so viel geregnet. Vielleicht haben wir morgen auch noch Glück. So dass das ein bisschen länger drauf bleibt. Aber wie gesagt, die Wurzeln werden geschützt.
So, ich habe mich sogar in der Menge vertan. Ist doch deutlich mehr als ein halber Liter. Ach nee, das ist jetzt die Sprühflasche mit 300 Millilitern. Genau. Aber gut, da komme ich trotzdem das ganze Jahr mit hin. Das, was vorher gelb war, ihr seht es jetzt genau. Ich werde es gleich beschriften, damit ich das nicht verwechsle mit meinem ganzen anderen Sprühzeug. So, ich habe hier wie nennt sich der noch? Brother Auszeichner oder wie auch immer das heißt, das Teil. Da beklebe ich also die Flaschen immer mit. Ich merke, dass ich unbedingt gleich die Spülmaschine anschalten muss. Auf 3,5 Stunden oder 3 Stunden 55 sogar. Auf Dauerprogramm. Damit dieser Geruch hier weggeht oder von den Sachen verschwindet. Hoffentlich stellt sich das ein. Ja. Ihr könnt es lesen. Es ist hochgiftig, deshalb wird es beschriftet. Denn wie leicht ist ein Fehlgriff passiert und dann ist etwas passiert, was wir nicht haben wollen. So, ihr Lieben, jetzt sind wir am Ende angekommen. Ich zeige es nochmal so rum und stelle die Kamera vielleicht nochmal anders ein. Jetzt bin ich auch mal wieder ein bisschen zu sehen. Wenn euch das gefallen hat, lasst einen Daumen da. So, ist es nützlich? Schreibt was dazu in den Kommentaren. Was immer ihr gebrauchen könnt, wenn ihr noch irgendwelche, ja, stellt mir einfach Fragen, die ich dann später in der Videobeschreibung beantworte. Das wäre jetzt die Idee. Weil mir fällt jetzt im Moment nichts ein, was ich ausgelassen haben könnte. Deshalb tut mir den Gefallen, macht das einfach mal, stellt mir Fragen in den Kommentaren und ich beantworte das und schreibe euch das auch in den Kommentaren, dann jetzt ist die Antwort da. Ich glaube, das ist der beste Weg. So können wir direkt kommunizieren. Alles klar? Schönes Wochenende.